So, das war nämlich dieser eine Forschungspunkt, den wir hier unten reingesetzt haben. Und wenn wir jetzt hier weitere Forschungspunkte reinsetzen, können wir die immer weiter ausbilden. Also der springt hier rein und dreht sich da und isst auch was und bla bla bla. Und den kann man angeblich dann auch zum Bekämpfen benutzen. Das weiß ich aber jetzt so. Habe ich das nur gelesen und müssen wir halt noch ausprobieren. So, dann trage ich den hier mal weitere Flächen auf, die sie abbauen sollen. Damit ich ja, hier erstmal weiß, was hier so alles liegt. Und erstmal schön Platz habe. Und dann fangen wir jetzt das auch an mit den Militärzwergen. Den Militärzwergen kann man. Moment. Da. Kann man so Übungspuppen hinstellen und die an diesen Übungspuppen trainieren lassen. Ich habe aber jetzt schon Forschungspunkte. Das heißt, ich werde erst kurz die Forschungspunkte einsetzen. So, dann gucken wir mal. Also hier zum Beispiel, wenn ich hier einen Punkt reinsetze, dann kriegen meine ja, Militärzwerge bessere Geräte, um zu trainieren. Hier oben habe ich, dass meine Forscher mehr forschen können. Den Punkt setzen wir auch. Dann das hier mit den Militärzwergen und das hier erhöht die Vitalität von meinen Zwergen. Das mache ich auch. Dann kriegen alle nämlich ein bisschen mehr Leben. Ja, zwei Punkte setze ich jetzt schon mal ein. Und bei dem letzten Punkt. Okay. Ah, jetzt hat er so genommen. Wenn ihr hier zum Beispiel seht, hier der Vogel hat 200 Lebenspunkte. Wenn ich das jetzt setze, hat er 210 Lebenspunkte. Ist halt immerhin ein bisschen mehr. Das heißt, wenn mir dann doch irgendwo, wenn ich mal irgendwo was anbohre und mir laufen auf einmal hier Gegner durch die Base, haben die ein bisschen bessere Überlebenschance. So, da gab es jetzt noch einen Punkt. So, hier ist das jetzt zum Beispiel, dass meine Kampfzwerge sich besser spezialisieren können. Und dann gucken wir jetzt mal. Aha, da seht ihr jetzt, ich habe jetzt hier mehr Möglichkeiten. Und rechts oben seht ihr zum Beispiel jetzt auch hier, also hier oben, dass zum Beispiel diese Übungspuppe mehr Training bringt und die hier bringt zum Beispiel dreimal Training. So, das heißt, da ich ja einiges an Eisen habe, bauen wir jetzt einfach mal hier schon mal die ein bisschen besseren Übungspuppen und stellen die einfach hier schon mal so hin, so dass die natürlich auch drankommen. Also der Pfeil, der sollte dann irgendwo stehen, wo sie auch drankommen. So, dann nehmen wir uns jetzt auch mal ein paar von den Zwergen. Hier mein Pet ist übrigens auch schon Level 4. Und machen die zu Kampfzwergen. Das sind Militärzwerge, die müssen mit Essen ausgebildet werden. So. Der hier ist auch schon Level 4. Zack. Jetzt haben wir schon drei Kampfzwerge. Vier. Ich mache mir meistens so einen Fünfer-Trupp an Kampfzwergen. Weil man später auch an so eine Laterne, wo man die hinbefehligen kann, da kann man immer fünf dran setzen. Das heißt, ich mache meistens fünf Kampfzwerge und ja, da hört ihr jetzt dieses schöne Trainieren von den Zwergen. Und man immer denkt, oh mein Gott, habe ich jetzt irgendwo einen Gegner in der Base? Nein, nur die Kampfzwerge sind am Trainieren. So. So, hier hinten haben wir jetzt auch noch mehr Fläche zum Anbauen. Und ich kann mir halt bald jetzt überlegen, welche Fläche ich für was benutze. Also wir sehen ja auf jeden Fall, hier ist Anbaufläche, hier ist auch viel Anbaufläche. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich dann eher anbauen. Hier gucken wir mal, was hier noch so rauskommt. Hier scheint ja eher eine ruhige Ecke zu sein. Das heißt, hier kann ich vielleicht den Schlafsaal hinbauen oder sowas. So. Ihr seht ja auch, das ist rot. Da baut er also nichts ab. Wenn ich da was markiere. Und da muss ich halt jetzt hier gucken,
was der markiert. Hier ist also so eine Stufe und hier hinten muss ich aufpassen, dass ich hier nicht wieder an die Fragezeichen komme, weil da halt teilweise schon Level 7er Monster drin hocken und das würde schon ein bisschen wehtun. Hier werden jetzt nicht so ein hohes Level drin hocken. Das wird nicht so schlimm sein, aber wir lassen die ja jetzt eh hier trainieren. Und jetzt seht ihr schon, die sind Level 6 und haben auch hier so ein, wieder das, was wir vom Anfang her kennen. Und hier sehen wir jetzt, dass wir die weiter ausbilden können. Ich mache meistens, glaube ich, drei Kämpfer und zwei Fernkämpfer. So, das heißt, einen Kämpfer bauen lassen wir hier schon mal ausbilden. Und noch einen Kämpfer. Und noch einen Kämpfer. So, und wenn wir uns dann jetzt gleich mal die anderen über den Weg laufen, da ist einer, kriegen die die Fernkampfausbildung. Hier ist der andere. So, das war nämlich dieser eine Forschungspunkt, den wir hier unten reingesetzt haben. Und wenn wir jetzt hier weitere Forschungspunkte reinsetzen, können wir die immer weiter ausbilden. So, da wir jetzt auch das Zeug hier abgebaut haben irgendwo, lassen wir uns auch noch einen Forscher ausbilden. Die Sache ist die, ich glaube, ich brauche zwei Forschungstische. Auch wenn ihr gesehen habt, dass da vier Slots dran waren, ist es irgendwie so, dass die nicht alle ja, besetzt werden können. Also ich glaube, es gibt immer nur einen Forscher pro Tisch. Gerade eben ist hier wieder alles verrückt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht hier unten die Leistung mit aufnehme. Ansonsten muss ich das halt hinterher gerade rücken bei Camtasia. So. Das Bett ist auch fleißig am Trainieren. Ist schon Level 6. Und da wir jetzt auch mehr Holz haben, aber nicht so viel Geld, können wir mal gucken, ob wir ihm noch ein Spielzeug hier hinsetzen können. Und da wir jetzt auch ja, einen Wolf haben, könnten wir ihm ein Wolfsbett hier hinsetzen. Aber das kostet 250 Gold und wir haben gerade nicht so viel Gold. Das heißt, wir könnten jetzt was anderes verkaufen oder wir warten einfach, bis wir noch ein bisschen Geld irgendwo ausgebuddelt haben. So. Damit die ganze Sache auch ein bisschen schneller geht, werde ich jetzt noch ein paar von meinen unausgebildeten Zwergen weiterbilden. Auch zum Digger. Weil zwei Digger ist so ein bisschen wenig. Und wie gesagt, fünf Militärzwerge reichen in der Regel vollkommen aus. Ein Bauer reicht eigentlich auch vollkommen aus. Man kann später noch die Abteilung so ein bisschen separieren. Weil ich habe gemerkt, wenn man zu viel Abstand zwischen den verschiedenen Ebenen hat, man kann hier 20 Ebenen tief buddeln und nochmal 10 hoch oder so, dann reagieren die Zwerge nicht mehr unbedingt auf die Befehle. Das heißt, ich mache es meistens so, dass wenn ich jetzt diese Ebene hier fertig habe und auf andere Ebenen gehe, dass ich hier eine Tür hinsetze und dann die Zwerge sozusagen separiere voneinander, dass die verschiedenen Ebenen nur rumlaufen können und nicht zwischen den Ebenen wechseln können. Und das kann ich euch noch so als Tipp mitgeben. So, hier sind wir jetzt auch schon an der Wand angelangt. Ist dann also eine gute Sache, da weiß ich, aha, hier ist die Wand. Und da haben wir jetzt gerade hier ein Problem. Wir haben 950 Steine, mehr Steine kann es nicht geben. Das heißt, wir müssen dringend Kapazitäten ausbauen. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier irgendwo wild in die Pampa unsere ja, Steintruhen. Daraus kann man später auch einen schönen Thronsaal bauen. Meistens sieht es bei mir aber erst halt zum Ende hin ordentlich aus. Weiß nicht, meine Methode ist halt Chaosbau. So, der baut das also auch. Und wir haben halt allein dadurch, dass wir diese Dinger jetzt gebaut haben, die Steine schon mal weg. Und hier oben steigt unsere Kapazität jetzt gut an. Weil wenn die jetzt weiter Zeug abgebaut hätten, wäre das ja komplett daneben gewesen. So, jetzt kann ich euch auch mal, wenn ich genug Geld gerade dafür habe, die Fahne zeigen. Das ist nämlich das hier. Wenn ich jetzt diese Fahne habe, kann ich diese Fahne hier hinsetzen und wenn die jetzt, ah, die muss noch nicht mal gebaut werden, kann ich dann fünf dahin befehligen. Das heißt, wenn ich hier gleich das hier aufbreche, werde ich vorher meine Kampfzwerge dahin befehligen, dass sie dann da stehen. Und dann werde ich da erst aufbrechen.
So, die Betten hier. Man kann noch bessere Betten bauen. Diese Betten sind nämlich nicht besonders bequem. So, und dann können wir halt jetzt gucken. Das einfache Steinbett, das produziert einen Schlaf hier rechts. Dann gibt es ein Bett, das hier produziert fünf Schlaf. Das ist das Beste schon fast. Und das Bett hier, das ist eigentlich ganz gut günstig zu machen. Das hier auch. Das kostet, bringt drei Schlaf. Also schon mal. Also das sind die, die wir gerade haben. Die bringen auch nur einen Schlaf. So, das ist drei Schlaf, also dreimal so schnell schlafen die Zwerge, können also mehr arbeiten. Und hier ist viermal so schnell. So, von dem können wir uns gerade eins immerhin bauen, weil wir nicht so viel Dynamit haben. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein wesentlich besseres Bett. Hier zum Beispiel ist auch Dynamit, hier überall liegt Stein rum, was ich mir dann auch noch abbauen kann. So, und damit wir auch schon mal unsere Base wieder hübscher aussehen lassen, können wir anfangen, diese Löcher zu stopfen. Und da ich halt diese Fähigkeit habe, dass die Sachen weniger kosten, kann ich jetzt auch schon hier mitarbeiten. Das sind Blöcke, die man benutzen kann, um diese Löcher wieder zuzustopfen. Und die kann man auch später bebauen. Das heißt, Wände dran setzen oder auch. Ihr seht jetzt, die Zwerge können schon darüber laufen, auch wenn die Blöcke noch nicht fertig sind. Und da kann ich auch Fußboden drüber setzen. So. Na, der ist hier noch gerade beschäftigt, wenn er hier das fertig hat. Haben wir hier 1750 und jetzt baut er mir hier das Bett. Und danach baut er hier diese Flächen. Weil wir halt so viel Holz gerade schon hatten, können wir halt das schon mal benutzen, um hier diese Flächen schon mal zuzumachen. Können keine Zwerge mehr reinfallen und wir können halt uns später schön unseren Fußboden bauen hier. Was dann auch die Laune hebt. Ihr seht, die Laune ist sehr unten und die Zwerge sind sehr unglücklich. Da das immer eine sehr friemelige Arbeit ist, werde ich jetzt erstmal hier die Ebene komplett abbauen und dann mir überlegen, in welchen Eben, also in welchen Bereichen ich ja, welche Sachen beauftrage. So, jetzt schicken wir mal unsere fünf Kampfzeuge hier hin und dann werde ich hier das erste Gebiet aufbrechen, indem ich jetzt hier dann einen Bauzwerg hinschicke. Ich glaube, das ist ja eigentlich. Ja, da kommt schon einer. Nicht viele andere Gebiete hat. So, hier seht ihr, hier sind jetzt Level 2 Gegner drin, die sind natürlich nicht besonders stark. Und da seht ihr, meine Kampfzeuge, die ich hier hingeschickt habe, stehen schon parat und rennen rein und hauen jetzt diese Gegner um. Oh, und da sehen wir auch das erste Mal das Nutzen von einem Pet. Das Pet geht auch in den Kampf. So, das war's jetzt auch schon. Damit haben wir jetzt hier aufgeräumt und ich kann jetzt hier die Sachen, die in diesem Haus waren, verkaufen. Und könnt ihr natürlich auch als Deko benutzen, aber brauche ich nicht so wirklich, sondern verkauft die lieber. Das ist natürlich auch ganz super. Der schläft einfach hier mitten im Weg. ja. Dem armen Hund können wir auch gleich dann mal ein Bettchen bauen. Aber ihr seht jetzt hier, die Fragezeichen sind jetzt alle aufgelöst. Das heißt, ich kann jetzt auch hier ohne Bedenken meine Abbauzwerge hinschicken. Und die können jetzt hier die Umgebung abbauen. Meine Kampfzwerge entlasse ich wieder von der Station. Die machen nämlich sonst wirklich gar nichts. Sie stehen wirklich hier nur rum und warten darauf. Die gehen halt, wenn sie total verhungert sind, gehen sie schon zum Essen hin. Soweit ich das bisher gemerkt habe. Jedenfalls sind wir noch keine verhungert. Und machen wirklich sonst nur das, was sie machen sollen. So, mit dem Pet ist ja gar nicht schlecht, dass das Pet auch hingeht und kämpft. Also sozusagen so eine Abwechslung zu den Kämpfern. So, hier hinten weiß ich, dass hier auf jeden Fall ein bisschen härtere Gegner sind. Das heißt, wir nehmen unsere Posten, setzen den dahin und vorher lassen wir die Zwerge noch ein bisschen trainieren, indem wir neue Kampfpuppen hinsetzen. Ihr seht, die Kampfpuppen sind auch verschwunden. Die sind verschwunden, weil die
zerschlagen haben beim Training. So, nehme ich halt auch noch ein paar von den Schwächeren oder nur eins, weil ich momentan noch nicht so viel Geld habe.